モグラによる新谷弁護士殺害。警察は矢上に疑いをかけ、重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する先端創薬センター。かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長梶平茂。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。Vorsitzender der Kajira Holding, Shigeru Kajihira. そこの服部さんは知っとるな。あんたのことは矢上さん、この人からいろいろ聞いとる。俺のこと？例えばあんたの弱みが何かとか。服部さんはよう知っとったで。よう、その弱みってのは真冬ちゃんのことか。矢上さんの妹分いうとこか。あんたを吸い取るやろ。塩屋が真冬を狙ったのはあんたの指示だったな。わしもあんたらの腕を見とこう思ってな。何？けどもう協力会がそっちに手出すことはない。このわしが保証したろ。その代わりどうせ何か条件があるんだろう。一つ仕事頼まれてくれや。神室町の探偵として。空木だ。でもあれは今から1年前、わしは厚労省のある土地でどでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部、神室町が三つ四つ楽に入る広さや。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も行さん安値で買いあさってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやったけど、それをおとなしゅう待つほどわしは先が長ない。そこでつこたんが橋木いう男や。今送った写真の男がその橋木です。Den Kerl habe ich noch nie gesehen。橋木は創薬センターの副所長でな。わしはそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせとった。サボタージュ？ああ。できる研究員は追い出したり、目星研究はよそに情報を漏らしたり、ようやっとったであいつは。そりゃまたあっぱれなゲス野郎で。じゃあ橋木はあんたのスパイだったわけだな。ああ、ところがや、ほとんど瀕死やった創薬センターがあれのおかげで一気に息を吹き返しよった。あれ？アドテックナインや。あの日を境に大臣もセンター存続に手のひら返し、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋木から容赦の橋を外しよった。その橋木は今どこに？死によった。え、半年前神室町で殴り殺されたんや。センターの副所長が殺された？今も犯人は見つかっとらん。警察は酔っ払い同士の喧嘩や言うて済ましとる。矢上さん、あんたにはその事件を調べてほしい。わしは橋木は計画的にやられたんやと思うと。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつはアドデックナインをまがいもんやと疑うとった。まがいもん？なんでだ？センター閉鎖の話が出た途端、急に画期的な新薬の論文発表。タイミングは良すぎるやろな。
ハシキはアドデックナインに何やからくりがあるはずや言うてたで。そやからその裏を嗅ぎ回ってたんや。カムロ町で殺されるまでな。じゃあ、例えば木戸あたりがハシキを殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら、今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し。あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。Was macht der alte Sack eigentlich mit dem Geld? このままやったら千億がドブなんや。え、千億？わしらがカムロ町から引けん理由がそれよ。そら執念深くもなるか。Der Mörder von Hashiki wollte Kajihira la schaden. Vermutlich ist es jemand, der ME9 schützen will. Ano Soyak Center には何や裏がある。新谷優弁護士もそこに近づいた途端やったやろ。目えぐられたのは。何かがあるんや、あのセンターには。もしそうなら、あんたかて調べずにはおられんはずやな、八神さん。そやからわしはあんたを選んだやで。この仕事、他に頼めるやつはおらん。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか言うことはないのか？私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら、厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よう。Oh ja, ich brauche unbedingt einen Verbandskasten und ich muss mich heilen lassen. ああ、創薬センターの副所長でハシキ。そう、半年前にカムロ町で殺されたらしい。急で悪いけど、星野君の方で事件の情報を集めておいてくれるか。明日まで。ありがとう。ほんじゃま、この続きは明日、源田事務所でだな。ああ。お疲れ。八神さん。ん？僕、やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃ、また用ができたら呼んで。Eine grusame Nacht im Bett klingt gerade ziemlich verlockend. Ja, das klingt es. Warte mal. Children's Park, da muss ich hin. Da unten und dann nach rechts. Freunde, ich habe keinen Bock, mich mit euch zu prügeln. Yagami-san! Yagami-san! Ja, Heilung. Yagami-san! Jo, danach bin ich pleite.
Warte mal, ich krieg doch 50.000, 80.000, wenn ich doch hier den Typi verprügel und dann zum Dings bringe, ne? Zum Detektiv, zum anderen. Nee, zum Schuldeneintrager meine ich. Gen Süden und dann nach links kriege ich hin. Wann? Ab hier gleich. Oh ja. Kapitel 7 im Rampenlicht. Frage ist natürlich, wie viele Kapitel gibt es insgesamt noch? Ja, Schulden eintreiben, hier komm. Koga. Ja, die Renji Honda. Oh, Honda. Das kriegst du mit dem Fahrrad ins Blut, du Vollidiot. Alter, was ist hier los? Das reicht mir also hier, ey. Ich war da noch nie so schlecht gegen den Typen. Dann noch mal so links macht. Los, beweg dich, Honda. Ah! Okay, okay, ich gehe ja schon. Du musst mich nicht schubsen. Na, wenn das mal nicht Honda ist. Hast du das Großmaul erwischt?
Eigentlich war er sogar ziemlich ruhig, nachdem ich ihn in den Arsch getreten habe. Hey, Yagami-san, wo sind wir hier? 800.000 Yen, richtig? So viel schuldest du Turtle Financing, also stell dich nicht weiter dumm und zahl endlich. Darüber wolltest du mit mir reden? Ja. Ganz richtig. Na schön, pass auf. Du und ich, wir kämpfen nochmal. Wenn du gewinnst, zahle ich. Wenn ich gewinne, lässt du mich gehen. Was meinst du? Soll mir recht sein, solange wir uns vor Gericht bekämpfen. Du darfst der Angeklagte sein. Was? Gericht? Was redest du da? Ich bin zufälligerweise Anwalt, spezialisiert auf Auseinandersetzungen vor Gericht. Na, immer noch was? Ha, scheiße. Dann nimm eben das verdammte Geld. Danke für deine Hilfe, Yagami-san. Hier für deine ganzen Leben. Sehr schön. Danke, ich weiß das zu schätzen. Gerne doch. Ich bin echt überrascht, dass du das hinbekommen hast. Und das ist kein Weichei. Das kann ich dir sagen. Wir haben 10 unserer besten Leute losgeschickt und die hat er im 0, nichts fertig gemacht. Naja, was soll ich sagen? Überleg es dir immer zweimal, bevor du den Typen mit so einem Ruf Geld leist. Ja, ich würde sagen, die Schildkröte hat ihre Lektion gelernt. Das ist alles, was sie dir schulden, oder? Ja, du hast dich echt super um die Sache gekümmert. Wenn du das nächste Mal knapp bei Kasse bist, komm vorbei, dann helfe ich dir aus. Meine Zinsen sind niedrig und du kannst dir mit der Rückzahlung Zeit lassen. Deshalb nennt man mich auch den Schildkrötenmann. Das klingt doch schon mal nicht übel. Aber wenn die Zeit zum Zahlen gekommen ist, werde ich schnell aggressiv. Ich bin also eher eine Schnappschildkröte. Wenn das so ist, dann leihe ich mir bei dir am besten gar nicht erst was. Hey, es ist besser, wenn du keine Schulden machst. Ich muss es wissen. Ich könnte allerdings deine Hilfe bei der Informationsbeschaffung gebrauchen. Du scheinst in der Stadt am Puls der Zeit zu sein. Für einige meiner Fälle könnte ich eine Quelle wie dich gebrauchen. Klar, gerne. Sag mir einfach Bescheid und ich schaue, was ich und meine Mitarbeiter für dich tun können. Danke, da würdest du mir wirklich sehr helfen. Ne. So, wie komme ich jetzt raus? Ah, hier. Andere Seite wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber naja. Warte mal, sind wir hier direkt. Ach, wir sind hier direkt am Spielplatz. Warte mal. Warum gibt's. Nee, ich hab ja schon. Ich bin die Typen gekommen. Warum soll ich dir jetzt auf den nächsten verprügeln? Aber gut, ich hab noch das Elixier am Laufen. Scheiß drauf. Sollte eigentlich ziemlich schnell gehen. Den hatten wir schon mal. Yagami! Ich hasse diese tödlichen Hunden, ey, vor allem. Gewesen sein. Sehr schön. Meine Fasse. Gute Arbeit, Yagami-san. Ich könnte schwören, die Anführer der Kinigang hätten Banner geheult. Es tut gut, dass wir die Stadt wieder für uns haben. In dem Paketkasten vor deinem Büro sollte etwas auf dich warten. Wir wollen dir damit für alles danken, was du für uns getan hast. So, wen von denen haben wir noch? Achso, stimmt. Ich könnte ja Sana. Ja, wir müssen uns bald mit dir treffen.
warte mal. Dem Typen hatte ich doch vorletzte Folge doch geholfen. Was ist mit dir jetzt, ha? Yagami-san! Oh, Yagami-san, vielen Dank, dass du mir das letzte Mal so geholfen hast. Klar, gerne. Wie läuft das denn so? Super, ich habe eine Quickstarter-Kampagne gestartet und schon mein erstes Finanzierungsziel erreicht. Jetzt springt er nicht mehr vors Auto, oder? Schau mal, da hinten. Da siehst du, dass die Bauarbeiten schon laufen. Stimmt, da läuft was. Oh. Wow, so weit, so gut. Ich habe auch gesehen, dass du gespendet hast. Ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht oft genug bei dir bedanken. Eine Weile dachte ich, dass alles schief gehen würde, aber du hast mich da rausgeholt. Du hast mein Leben verändert. Alles gut. Jetzt übertreibst du aber. Wie dem auch sei, ich muss weiter Geld sammeln. Es soll schließlich ein 50-stöckiges Gebäude werden. 50 Stockwerke? Oh, Wahnsinn. Tja, wir kommen voran, wenn auch langsam. Und wir brauchen weiter Spenden, falls du dich nochmal beteiligen willst. Klar, 50 Stockwerke. Mann, was hat der denn da am Anfang für ein Budget veranschlagt? Das ist die Frage, ne? Wir können ja mal gucken. Nochmal 200.000. Nee, so viele Kinder haben wir gerade aktuell nicht. Das lasse ich mal schön bleiben. Wir gehen lieber jetzt ins Detektivbüro Yagami und schließen damit auch dann die Folge ab, Freunde. Ja, dem ist leider so. Eigentlich müssten wir ja noch einen Verbandskasten holen wieder. Naja, scheiß drauf, wir holen uns nochmal einen Verbandskasten. Nee, halt. Eins zu zeitig. Da lang muss ich durch. Ja, warte mal, war das nicht hier? Bin ich jetzt falsch? Ja, ich bin falsch, scheiße. Dim, dim, dim. Hier, haha, hier hin wollte ich, genau. Ach nee, hier ging's ja nicht in Gulli runter. Chidirit. Gut, muss ich dann doch wieder zum Arzt gehen. Jo, Freunde, aber wie gesagt, wir gehen zurück ins Detektivbüro und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Judgment hier auf meinem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Empfehlt mich weiter, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Es war mir auf jeden Fall ein Vergnügen für euch, hier die Folge aufzunehmen, dass ihr das sehen konntet. Mich interessiert jetzt noch immer die Geschichte. Und wenn ich auf jeden Fall durch Judgment durch bin, wird noch Lost Judgment ebenfalls folgen. Ein roter Pyroxen, ja, was auch immer ich mit den ganzen Dingern machen kann, außer zu verkaufen. Aber gut. Aufs Ohr hauen und dann geht's mit der Hauptstory weiter. Wobei ich ja natürlich immer noch die ganzen Nebenquests abends machen könnte, aber lieber nicht. Gibt es denn noch mehr? Nur der Verleger, 180.000. Ja, doch schön, ne? Und dann der eine abends, 80.000. Ach, wäre schon schön. Aber nee, wir speichern und schlafen.